Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Danke wieder, dass ihr zu mir gefunden habt. Danke nochmal für die positive Resonanz von letzter Woche. Und heute geht's weiter, wie letzte Woche Sonntag schon angekündigt, mit meiner Sneaker Collection. Bevor wir uns den Main Heat Part, sag ich jetzt einfach mal so, anschauen, gehen wir einmal rüber in mein Zimmer, wo ich meine Sneaker Wall habe, in die ich relativ viel Zeit und relativ Geld investiert habe. Die will ich euch gleich einmal kurz zeigen, damit ihr das auch mal kurz gesehen habt. Und dann schauen wir uns hier in der altbekannten Position die Schuhe an. Oder einige Schuhe besser gesagt. Und dann gucken wir mal weiter. So, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir einmal kurz rüber in mein Zimmer, wo ich meine Sneakers habe, dass ich das einmal kurz zeigen kann und dann schauen wir gleich mal weiter. So, angekommen in meinem Zimmer. Auf den angekommen. Meine Wohnung ist 400 Quadratmeter, dass ich so einen langen Weg gehen muss. Also vor mir, also da. Ist meine Sneaker Wall. Davor sind noch so ein, zwei Schuhe, die ich momentan nicht so viel anziehe, aber gleich euch gleich mal kurz. Wie gesagt, ich habe relativ viel Zeit und Geld auch in die ganze Sache investiert, damit ich das halt so schön wie möglich displayen kann. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert. 30 Euro für diese drei Boxen, sehr viel Geld und sehr viel Zeit dafür investiert, die Boxen so aufzustellen. Also das war natürlich ein kleiner Spaß am Rande. Ich bin relativ faul, was es leider angeht. Eigentlich habe ich es mir vorgenommen, mit entweder diesen Boxen oder mit so einem Schrank von Ikea, ich habe vergessen, wie der heißt, das mal zu displayen, aber ich bin zu faul und komme nie dazu. Also, die Schuhe, die ihr hier unten seht, außer die Air Force, das sind ehrlich gesagt im Moment meine täglichen Bieter. Kann man eigentlich auch gut sehen, also die sind relativ schon dreckig und mitgenommen. Das sind im Moment ehrlich gesagt meine Daily Beaters, die habe ich gefühlt jeden Tag an. Kann man ehrlich gesagt so alles anziehen, weiß schön, ja. Dann die hier, habt ihr aber schon, also die NMDs habt ihr letztes, glaube ich, Video schon gesehen oder vorletztes. Das waren meine allerersten Schuhe, die ich mir so geholt habe. Wie gesagt, davor bin ich barfuß rumgelaufen. Und danach kamen die schwarzen Ultra Boosts und die weißen. Die weißen ziehe ich ehrlich gesagt auch leider nicht mehr an, Bodenknack. Weil ich die in L.A. beim Fußballspielen, so ein bisschen auseinandergenommen habe, wie ihr hier sehen könnt. Deswegen trage ich die nicht mehr. Hier habe ich noch zwei Yeezys, die Reds und die Statics. Die Yeezys ziehe ich ehrlich gesagt nicht mehr so an, weil der Yeezy halt so ein bisschen dead ist und ich fühle die im Moment nicht so. Vielleicht kommt es wieder, aber ja. Dann hier, genau, seht ihr. Ihr seht hier genau die 4er, die 1er und die 6er. Die habe ich extra hier so eingepackt, weil es so meine Grails sind, neben den OVO 10. Die gucken wir uns gleich aber genauer an. Und ansonsten können einige vielleicht schon erkennen, welche Schuhe in welchen Boxen liegen, sage ich mal so. Vielleicht hier nochmal. Die Box kennen, wissen, welcher Schuh das ist. Und dann schauen wir uns die mal genau. Ach ja, genau, hier oben sind auch noch welche. Die 1er, die Air Force und die 1er Jordan New Love. Genau, also die habt ihr jetzt schon gesehen, die nehme ich nicht mit rüber, aber einige nehme ich gleich mit rüber und dann schauen wir uns die mal genauer an. So Leute, da sind wir wieder auf der altgewöhnten Umgebung. Fangen wir mal mit zwei Jordans an, den 1er und den 6er aus der Gatorade Collaboration, wenn ihr die kennt. Ich hatte den zweimal an und den noch nie, heißt der ist noch Deadstock, heißt ungetragen. Ich hatte nur mal die Schleifen so gebunden, weil ich einmal gucken wollte, ob der passt und wie der sitzt. Ja, ich habe den Schuh seit Dezember 18 hockt er oder liegt er besser gesagt in dem Karton und wurde noch nie getragen. Deswegen stehen die beiden Schuhe auch zum Verkauf bei Kleiderkreisel. Unten in der Videobeschreibung ist mein Name, Bart-Z. Verkaufe ich auch noch andere, zeige ich euch gleich, welche ich auch noch verkaufe. Eigentlich würde ich die gern tragen, vor allen Dingen den. Aber ich weiß auch nicht, ich komme nie dazu, deswegen sitzen die ehrlich gesagt schon seit einem Jahr in den Kartons bei mir rum. Deswegen gebe ich die leider ab. Wobei es auch was Gutes, dann kann ich Geld mit denen verdienen und mir dann andere Schuhe damit holen. So, dann geht's mit den Elva Jordan Space Jam weiter. Die hatte ich einer Freundin abgekauft, Dana, falls du das siehst. Shoutout an dich, danke nochmal für die Schuhe. Aber auch diese Schuhe sitzen bei mir nur im Karton rum. Ich weiß nicht wie lange, ehrlich gesagt auch, glaube ich, schon seit einem Jahr. Die habe ich auch nur einmal angezogen, zweimal. Eigentlich auch noch so gut wie sauber, außer vielleicht ein, zwei kleine Steinchen, die unten drin sind, aber die sind auch noch sauber. Von daher,
Die sind auch auf meinem Kleiderkreisel gelistet für 185 oder 165, eins von beiden. Wenn ihr Schuhe kaufen wollt für Freunde oder eine Freundin für einen Freund, gerne vorbeischauen. Kleiderkreisel Bato-Z. Alle meine Schuhe sind in der Größe 44, also US 10. Falls ihr die gleiche Größe habt oder jemanden kennt, gerne Bescheid geben und abkaufen. So, kommen wir jetzt einmal zum größten Fehlerkauf, meiner Meinung nach, den ich, seitdem ich Sneaker sammle, kaufe oder seitdem ich Sneakerhead bin, sag ich mal so, wenn ich so nennen kann, getätigt habe, sind tatsächlich die Nike React Element, oder die Nike React Element 55, wenn ihr sie kennt. Ich weiß nicht, was ich mir bei dem Colorway gedacht habe, aber ja. Also der Schuh an sich, also ich feiere diese Werte schon. Mit dem mit der dicken Sohle und dem, ja, dem Schuh an sich, auch dem dünnen Stoff vom Schuh allgemein, das ist ein ganz klarer Sommerschuh, finde ich ehrlich gesagt fresh, aber der Colorway geht meiner Meinung nach gar nicht. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, wieso ich mir diese Schuhe gekauft habe. Hatte ich mir in Mailand gekauft, auch Dezember 18, genau wie die Jordans hier. Und seitdem habe ich den Schuh nie getragen. Ich hatte den nur einmal an, daher auch die saubere Sohle noch. Ich hatte die noch nie draußen an. Auch die sind auf meinem Kleiderkreisel gelistet, also wer die gerne haben möchte, gerne in meine DMs leiten, bei Insta oder bei Kleiderkreisel. Meiner Meinung nach der größte Fehlkauf, den ich mir bis jetzt geleistet habe. Kommen wir nun zu einer kleinen Reihe von Jordan 1ern, wie ihr sehen könnt. Ich hatte die Royals noch, also die blauen, wenn ihr die kennt, die hatte ich letzten... Was ist denn für ein Tag, ne? Die habe ich letzten Donnerstag verkauft, die habe ich leider nicht mehr. Die habe ich 2015 oder 16 in London bei der SneakerCon gekauft. Habe ich auch nur zweimal getragen, daher weg. Also... Einmal die Jordan 1er Band Flyknit, wenn ihr die kennt, die haben so ein... Dieses Flyknit. Ja, Flyknit. Material, auch nur einmal getragen in der Schule. Seitdem liegen die auch in der Box. Und dann einmal zu den New Love. Die Farbe feiere ich eigentlich ganz gut. Das Schwarz-Weiß und das Gelb kombiniert sich echt übertrieben gut, finde ich. Habe ich eigentlich auch nicht so oft angetragen, vielleicht noch 5-6 Mal. Also habe ich echt lange nicht mehr getragen, muss ich auch mal wieder tragen. Aber auch ein sehr frische, ja, die Silhouette sowieso, Jordan 1er, meiner Meinung nach, mit das beste Jordan-Modell, was sie bis jetzt rausgebracht haben. Aber die Farbe kommt ja auch mit Schwarz-Weiß-Gelb. Schwarz-Weiß-Gelb. ja, sehr fresh. So, machen wir weiter, wie ihr schon sehen könnt, mit Blazern, Nike Blazern von Off-White. Die hatte ich bei einem Raffle bei Beasten oder BSDN gewonnen. Vor einem Jahr, glaube ich, oder ungefähr, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wann. Aber die habe ich auch relativ oft getragen. Ich habe den Tag abgemacht, den Babyblauen, weil der nervt, der fliegt immer so rum. Sind aber ehrlich gesagt sehr, sehr unbequem. Also immer, wenn ich die trage, habe ich danach so ein bisschen Fußschmerzen. Wobei sie in meiner Größe sind auch eine 44, US 10, eigentlich meine Größe, aber sind sehr, sehr unbequem, meiner Meinung nach. Vor allem Dingen der Toe-Bereich hier vorne, weil ich glaube halt, weil vorne... Also das hier geht noch, aber dieser schwarze Bereich hier ist relativ hart gehalten. Deswegen meiner Meinung nach ein sehr frischer Schuh. Auch mit dem heruntergesetzten Swoosh, dem orangenen Tab nenne ich es mal hier hinten. Und auch die Innenseite mit Leder. Das hier, ja, stimmt, das war Leder. Hier Leder und dann hier vorne Wildleder. Ja, also an sich von der Silhouette her ein sehr schöner Schuh, aber meiner Meinung nach sehr unbequem zu tragen. So, kommen wir langsam zum Grail-Part meiner Schuhe. Die Jordan 10s OVO in Weiß, wie man sehen kann. Ein übertrieben schöner Schuh. Ich habe lange nicht mehr so eine clean Silhouette gesehen. Silhouette mit ja, der Kombi mit Drake und den, der Eule, die ihr schon gesehen habt. Dann steht hier drinnen nochmal... Genau, hier steht Welcome und auf der anderen Seite steht auch Welcome. Ja, moin. Hier drin habt ihr die Eule von Drake, die sein Markenzeichen, sage ich mal. Und die Schuhe habe ich echt oft getragen. Die haben hier hinten auch schon so ein, zwei Stains, wo ich, glaube ich, gegen meinen Autoreifen gekommen bin da. Und dann noch einmal drumherum, aber auch allgemein sehr, sehr frischer Schuh, sehr clean gehalten. Mit den Straps vor allen Dingen, die ich immer offen lasse. Auf jeden Fall eine meiner Grails.
wir zu den letzten Schuhen und zum absoluten Highlight, würde ich mal sagen. Einige können sich vielleicht schon denken, welche Schuhe jetzt kommen. Wer denn? Ja, schauen wir uns die nochmal genauer an. Also zu den beiden muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen. Die kennt ihr ja von meinem allerersten Video, die ich schon euch gezeigt habe. Die Travis Air Force 1 sind die letzten, die rausgekommen sind. Und dann haben wir hier nochmal die Lows mit den pinken Schleifen. Wie man sehen kann, nichts Besonderes. Also gut, die Schuhe schon besonders, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann kommt der 4er, den hatte ich euch in den Videos bis jetzt immer enthalten, aber die habe ich tatsächlich auch. No Flex. Die hatte ich, das war mein Schuh, oder das war der allererste Schuh, für den ich tatsächlich gecampt habe. Bei Kicks hier in Hamburg, für die, die es kennen, haben wir mit einem Kollegen, Shivas, Shoutout an dich. Wie lange haben wir gecampt? Von Donnerstag auf Freitag haben wir gecampt, von 2.30 Uhr oder 3 bis 11, also bis der Laden aufgemacht hat, haben wir tatsächlich gecampt, schön im Regen, und am Freitag danach musste ich sogar noch arbeiten. Also es war nicht einfach, aber was macht man nicht alles für Schuhe. Dann haben wir noch den 6er Jordan von Travis. Den hatte ich, stimmt, den hatte ein Kollege, den hatte Gotti. Shoutout auch nochmal an dich, ich schulde dir mal einen Döner. Genau, wie schon, stimmt, hatte ich sogar schon gesagt bei einem Video davor, dass er die für mich bei einem Raffle gewonnen hatte bei BSTN oder Beastin. Mit einer der freshesten Schuhe, die ich habe, meiner Meinung nach. Also dieses Olivgrün oder dieses Grün setzt sich halt extrem gut mit den orangenen Tags, also Nike Air und Cactus Jack, und dann auch hier vorne das Jumpman Logo extrem gut zusammen. Und ja, für alle, die es nicht wissen, die Sohle unten leuchtet, wenn man es anstrahlt. Das sollte ich euch zeigen. So, genau, da habt ihr es. Das ist schon fresh, Digga. Einfach so ein Schuh. Also, ja. Also ihr wisst schon, was ich meine. Das macht den Schuh schon fresh, finde ich. So, das war's mit denen. Ich blende euch jetzt auch gleich mal ein paar B-Roll-Shots mit den ganzen Travis-Sneakern, die ich habe, ein, damit wir da auch nochmal die Schönheit der Schuhe appreciaten können. Kommen wir jetzt schon tatsächlich zum letzten Schuh, den ich habe. Ich hatte ehrlich gedacht, dass ich mehr habe, aber es sind im Endeffekt nur 4, 6, 8, 10, 12, 14 Schuhe. Nur 14 Schuhe. Kann ich natürlich schätzen über jeden Paar oder jedes Paar, die ich kaufen oder kaufen konnte. Alle tatsächlich mit meinem eigenen Geld gekauft. Dafür arbeite ich hart. Nicht, dass ihr denkt, dass ich die vielleicht schenken bekomme oder irgendjemand hilft. Ich arbeite dafür und kaufe mir die Schuhe dann natürlich so. Deswegen Hard Work Pays Off. So, ich glaube, ich greife hier gerade mal an den Schuh. Meisten wissen schon, ja, da sieht man schon, die meisten wissen schon, welcher Schuh kommt. Der 1er Travis Scott Low. Meiner Meinung nach der fresheste Schuh, den Jordan in geraumer Zeit veröffentlicht hat oder rausgebracht hat, sag ich mal. Allein, dass dieser Swoosh hier umgekehrt ist, tja, anders. Hier haben wir nochmal beide. Also das ist definitiv meine Top 1. Kann ich ja eigentlich mal ganz kurz zeigen, welche meine Top 3 sind. Also das ist definitiv die Top 1. Oder fangen wir mal von hinten an. Moin. Also der 10er OVO ist definitiv meine Top 3. Dann haben wir mit dem 4er die Top 2 und auf dem Treppchen ganz oben mit der Goldmedaille definitiv, ja, wie man schon wahrscheinlich gewusst hat oder gedacht hat, der 1er Jordan von Travis Scott. Peace, Leute, ich bin's nochmal ganz kurz, bevor das Video aufhört. Ich bin hier gerade noch am Schneiden, Video ist gleich hoffentlich online. Also entweder habe ich gestern vergessen, das Auto noch aufzunehmen, oder die Speicherkarte war voll. Deswegen melde ich mich hier nochmal ganz kurz. Ja, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Falls nicht, Daumen runter oder gar nicht. Ja, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Gerne auch die Glocke aktivieren. Normalerweise ist ja eigentlich immer 21 Uhr sonntags bei mir geplant, aber es kann ja sein, dass ich irgendwann mal vielleicht ein Überraschungsvideo reinwerfe. Deswegen Glocke gerne aktivieren, dann wisst ihr, wann ich was hochlade. Und ansonsten würde ich dann sagen, Peace, bis nächste Woche. Ciao.